Servus und willkommen zu einer neuen Adventskalender-Folge. Ich bin Marv und wir spielen heute Defense Grid The Awakening. Ein Tower-Defense-Spiel, in dem wir einfach jetzt hier irgendwelche Turrets bauen müssen und die heranstürmenden Wellen irgendwie besiegen müssen. Ich habe hier unten schon eine Meteorkanone gebaut, die über die ganze Map schießen kann. Die ist schon ziemlich stark. Aber im Moment läuft das nicht ganz so gut. Die brechen da gut durch. Ich muss mal hier gleich noch ein paar Geschütze bauen, die jetzt hier die Leute ein bisschen mehr mit aufhalten, weil sonst hauen die mit unseren Kernen ab. Das wollen wir natürlich nicht. Ich spule die ganze Geschichte zwischendurch immer mal wieder vor. Das funktioniert ganz gut eigentlich. Okay, jetzt hat er die alle so weit runtergehauen. Kann ich das upgraden? Kann ich. Wie in den meisten Tower Defense Spielen ist es einfach so, dass am Anfang diese ersten Türme, die man hat, wie auch hier jetzt zum Beispiel der Fall, es kommt etwas Neues, ziemlich stark sind, auch wenn man sie upgradet. Der Mistkerl ist in der Datenbank abgelegt. Und da können wir das ziemlich gut erledigen. Mal gucken, was ich hier noch so bauen kann. Inferno-Geschütz. Hitzestrahl. Das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Mit jedem Abschuss bekommen wir neue Punkte dazu und können uns dann weitere Türme bauen. Oder halt auch unsere Türme irgendwie aufwerten. Oben sehen wir, welche Einheiten als nächstes kommen. Das erste sind solche Runner. Und dann noch so ein paar kleine Creeps. Achtung, Sie haben einen Kern gestohlen. Ja, offensichtlich. Wollen wir hier den Laser mit hinpacken. Und hier oben den Temporal würde ich gern bauen. Der verlangsamt die nämlich. Aber da brauche ich noch ein bisschen was für jetzt. Und wenn er die verlangsamt, dann kann unten das Meteorgeschütz ganz gut reinschießen. Und die Turrets von oben halten auch gut mit. Okay, super. Upgrade erst ab 200 wieder. Müssen wir noch mal ein bisschen warten. Dann kommen die nächsten. So. Den upgraden wir auch gleich. Ein Kern ist wieder gesichert. Dann kann der jetzt zwar nicht schießen, aber sobald er wieder regeneriert ist jetzt zum Beispiel oder dann aufgebaut ist, steht er gut da. Mit der F-Taste zum Beispiel spule ich hier vor. Dann geht das alles immer sehr schnell. Das seht ihr ja schon, wie schnell das denn immer läuft. Was mache ich hier noch hin? Vielleicht nochmal so ein Inferno-Geschütz. So ein Hitzeflammenwerfer ist das. Hier vorne der hat eine ziemlich kurze Reichweite. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, den da hinzusetzen. Hier setze ich einfach noch ein Geschütz hin. Das kann nämlich über eine große Distanz schießen. Ach doch, schau mal, das schießt da ganz gut hin, das ist kein Problem. So, bauen wir hier gleich noch neue Geschütze hin, damit wir dem Feind gleich ordentlich einheizen können. So, warte, reicht noch nicht ganz. So, müssen noch ein paar umfallen. Und das nächste Geschütz. Der Kern gehört wieder uns. Also im Moment läuft relativ gut. Diese Meteorkanone, die reißt halt wirklich viel raus in diesem Spiel. Also solltet ihr mal das Spiel kaufen und Bock haben, das zu zocken. Es ist eins meiner liebsten Tower-Defense-Spiele. Also das habe ich ewig viele Stunden gesuchtet früher. Wirklich, also anders kann man das gar nicht mehr nennen. Hab da wirklich viel Zeit verbraten drin. Und hat viel Spaß gemacht. Ist aber jetzt nun vielleicht nicht so der ideale Titel zum Let's Playen. Deswegen stelle ich ihn euch einfach mal hier im Adventskalender vor. Da geht das ganz gut, wenn ich auch irgendwie mal etwas zeige, was vielleicht nicht ganz so bekannt ist. Das ist dann immer ganz schön, wenn man dann auch mal etwas sieht, was vielleicht nicht jeder Let's Playen würde. Aber trotzdem einfach ein gutes Spiel ist. Wenn man Tower Defense mag, ist natürlich die Frage. Hier vorne bin ich so gut aufgestellt. Also ihr seht, die Gegner, die werden einfach nur zerrissen hier. Können gar nicht mithalten. Sie können jetzt gelbe Türme zu roten Türmen upgraden. Ja, super. Damit ich noch mehr Schaden machen kann. Ist natürlich gut für mich, schlecht für die Gegner. Drücken wir nochmal ein bisschen auf die Tube, dass noch ein paar Gegner vorbeikommen. Vielleicht schaffen wir dann sogar noch ein zweites Level. Diese Dinger sind unglaublich schnell. Ja, wir sind auch unglaublich schnell. Zeigen wir es den Biestern. Das ist eigentlich so jetzt die normale Geschwindigkeit, aber wie gesagt, durchs Drücken auf die F-Taste kann man die ganze Geschichte ganz schön beschleunigen. Schauen wir mal, wenn ich den upgrade, dann kommen die sogar nach oben ran. Das ist gar nicht schlecht. Den upgrade ich auch noch. Da noch ein bisschen mehr.
Ja, wunderbar, kein Problem. Man kann später, also das ist jetzt ein sehr lineares Level. Also sie kommen hier oben raus, laufen hier rum, hier unten lang. So, und hier geht's wieder raus. In späteren Leveln ist es wirklich so, dass du halt die Tower wirklich so platzieren musst, dass du den Gegner wirklich durch so ein Labyrinth laufen lässt. Dadurch sind die ganzen Levels natürlich auch sehr viel länger, dauern sehr viel mehr Zeit. Aber sind vom Spielerischen her sehr viel fordernder. Macht auf jeden Fall Spaß. Wie ihr seht, Welle 14 von 15. Das geht schon gut ab hier. Ich könnte hier unten... Oh, ich habe ja die Knete. Brauche ich einfach noch eine Meteorkanone. Juckt ja eh keinen mehr bei den letzten Wellen. Kann ich die noch upgraden? Ja, dass die noch mehr Schaden macht. Gute Idee. Normalerweise geht das nicht so leicht. Also wenn man da jetzt zum Beispiel erst anfängt mit dem Spiel. Aber... Wie ihr seht, das geht bei mir ganz gut. Jetzt kommen irgendwelche stark gepanzerten Einheiten. Sieht man oben dran. Ja, das sind solche... Wie heißen die denn? Crasher. Das sind die sehr langsamen, aber sehr, sehr robuste Aliens. Und solche Boss-Gegner, ne? Boss-Alien, ja genau. Die halten dann schon ein bisschen mehr aus, aber... Hier ist Zielgenauigkeit gefragt. Wir schaffen das. Sind natürlich dafür konzipiert, wenn man da nicht so gut aufgestellt ist. Und das ist, wie ihr seht, überhaupt kein Problem. Der Geschützturm hat sie erledigt. Oh ja. Schau mal, da kommen noch ein paar mit Schildern. Müssen wir sie ausschalten. Ja, das war kein Problem. Ja. Schnell und schmerzlos. Jetzt laufen die ganzen Ressourcen noch zurück. Ich glaube, wir werden es nicht erleben, dass alle Ressourcen mit reinlaufen, weil für jeden Kern, den sie da rausholen, bekommen wir extra Punkte. Vielen Dank. Und ich glaube, ein Level mache ich noch. Tja, wie ihr seht, die Map ist ein bisschen anders. Also wir haben jetzt hier zwei Wege. Können hier zwar wieder dem Gegner nicht den Weg abschneiden, haben aber jetzt hier die Möglichkeit, hier eine Welle zu bekämpfen und direkt auf der anderen Seite. Da fangen wir einfach mal an. Da haben wir jetzt auch sehr viel mehr Türme mittlerweile. So, welchen nehme ich denn? Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Luftabwehrtürme. Die Geschütze bringen da hinten nicht so viel. Nehmen wir einfach mal die Kanonen direkt. Da weiß ich jetzt auch gar nicht genau, wo die jetzt direkt starten. Nehmen wir zwei Kanonen, dann haben wir schon mal gegen Luftabwehreinheiten und gegen andere Einheiten gute Chancen. Erschütterungsturm belegt die Zielfläche mit einem Granatenteppich und verletzt ohne Unterlass die Gegner. Das ist natürlich gut. Unsere Ressourcen sind dezentralisiert. Behalten Sie sie im Auge. Dezentralisiert. Wisst ihr Bescheid? Dezentralisierte Ressourcen sind nie gut. Baue ich hier noch einen. Geht im Moment noch ganz gemütlich, wie ihr seht. Aber die brechen schon gut durch. Da habe ich jetzt natürlich zu schlampig gearbeitet. Hätte ich irgendwie noch mehr... Da hätte ich irgendwie noch mehr andere Türme bauen müssen. So ein Inferno-Turm vielleicht. Hier hinten kommen sie jetzt halt echt gut durch. Gegen uns beide haben sie keine Chance. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich hier... Wenn der jetzt noch aufgebaut wird komplett. So, okay, das ging gerade nochmal gut. Aber so wird es natürlich nicht weitergehen. Also muss ich jetzt mal schauen, dass ich hier irgendwie... andere Türme noch hinbaue. Vielleicht einen Inferno-Turm. An die Stelle. Ein großes Geschütz an die Stelle. Jetzt den Überblick zu behalten, ist natürlich nicht ganz so leicht. Hier werden sie alle nur angeröstet. Reicht leider nicht aus, also die werden jetzt da unten gleich mal die Kerne mitnehmen. Da sind die dann schon sehr gut aufgestellt, lassen die Kollegen. Auf die Kerne auf. Sie wollen sie stehlen. Was mache ich denn hier? Rakete. Rakete mit Abstand, erster Turm gegen fliegende Aliens. Oh oh. Nehmen wir einfach die Kanone. Gegen Flugaliens muss ich mich dann auch so langsam mal wehren. Hier vorne mache ich einen Erschütterungsturm. Der sitzt da, glaube ich, ganz gut. Hier vorne würde ich auch gerne noch einen machen. Da fehlt es uns aber. So, da sind schon die ersten
Die ersten Flugviecher sind schon da. Die brechen schon durch. Mal schauen, dass ich hier oben vielleicht noch direkt eine Kanone hinsetze. Dass wir das noch hinbekommen. Derjenige schleppt jetzt hier zum Beispiel einen dieser Kerne mit. Wenn er jetzt stirbt, dann übergibt er den an einen der anderen. Das ist dann immer ziemlich schnell, ziemlich ärgerlich. Wenn man da nicht schnell genug aufpasst. Zu gucken, dass es irgendwie klappt. Liegen unzählige meiner Freunde. Das ist natürlich hart. Allesamt dabei draufgegangen, diese verdammten Monster im letzten Krieg in die Hölle zu jagen. Haben sie offensichtlich nicht geschafft. Dass wir hier lebend rauskommen. Aber wenn wir schon sterben, dann mit einem Knall, nicht mit einem Winseln, richtig? Richten wir ein wenig Chaos an. So, und da ist zum Beispiel der erste, der schon durchgebrochen ist. Die schnappen sich jetzt alle hier, die ganzen Kerne. So schnell wie die andere Mission gewesen ist, wird diese jetzt hier nicht ablaufen. Mal gucken. Da in der Mitte ist ein guter Punkt für einen Meteor. Langsam fliegen die Kanonen jetzt auch alle zurück. Ich werde jetzt mir mal überlegen. Kommt denn da am besten hin? Ein Inferno-Geschütz. Hier unten. Mache ich nochmal so einen Erschütterungsteppich. Das ist vielleicht nicht verkehrt. Hier vorne an die Ecken wären, glaube ich, solche Raketentürme nicht schlecht gegen fliegende Einheiten. Fehlt jetzt im Moment das Geld, aber das geht jetzt im Moment ganz gut. Wir sind jetzt schon bei Welle 6 von 18. Wie ihr auch seht, daran werden die Wellen immer stärker. Ja, hier hinten geht es schon richtig ab. Brauche ich noch einen Raketenturm. Damit ich besser vor Lufteinheiten geschützt bin. Und langsam aber sicher muss ich auf jeden Fall auf mehr Geschütze gehen. Das mache ich einfach mal. Einfach mehr Geschütze bauen. Das A und O in diesem Spiel sind wirklich die Geschütze. Ich kann die immer noch abreißen später. Und weniger Geschütze bauen. Jetzt, damit ich hier gut klarkomme, ist das Geschütz auf jeden Fall die beste Wahl. Wie ihr seht, werden die jetzt gut abgehalten. Hier ist ein Tank, der durchbricht. Aber hier unten haben wir gleich noch zwei Kanonen, die drauf schießen. Weit dürfte der eigentlich nicht kommen. Was machen wir denn hier? Machen wir hier vielleicht noch so ein Temporal hin? Dass die ein bisschen langsamer werden. Und hier oben mal so ein Tesla-Turm. Der so ein bisschen Strom rausschießt. Ihr seht, das geht ganz gut. Hier hinten werden die auch gut aufgehalten. Werde ich den mal upgraden. Die Raketentürme vielleicht auch. Ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Weil je mehr Flugeinheiten kommen, desto schwieriger wird's. Die normalen Geschütze schießen auch auf die Flugeinheiten. Das ist ganz gut. So, da ist der letzte besiegt. Den upgraden wir auch. Und so entfaltet das Spiel halt seine Spannung, weil die Kerne müssen alle irgendwie beschützt werden, damit wir das hinbekommen. Und die Wellen, die da kommen, die werden immer stärker. Man muss einfach rechtzeitig genug seine Sachen upgraden und hoffen, dass das irgendwie einfach reicht, was man da macht. Oder man muss es einfach wissen. Ich glaube, ich brauche einfach noch ein paar Geschütze. Einfach mal meinen Tipp selber umsetzen. Die Geschütze das A und O sind. Oh, jetzt kommen hier solche spezialen Seeker. Starke Alien öffnet vorübergehend ein Portal, aus dem ein weiterer Alien kommt. Das ist richtig gefährlich dann. Hier hinten. Da baue ich auf jeden Fall noch ein Geschütz hin. Der ist schon wieder sehr weit gekommen. Das ist nicht so schön. Ich habe hier aber auch kein Temporal hingebaut. Kann ich den dann hinbauen? Hier. Aber das ist fast zu wenig Platz. Dann müsste ich hier den wegnehmen. Und dann müsste das funktionieren, wenn ich den wegnehme und dann da ein Temporal hinsetze. So, schauen wir hier. Verkaufen wir den gleich. Oh, und wie ihr seht, da hinten, der bricht durch. Da kann ich jetzt leider einfach gar nichts gegen machen. Der Meteor ist schon dran, die anderen auch. Ich brauche hier einfach nochmal ein Geschütz. Das reicht aber zeitlich nicht mehr. Und da geht der erste Kern flöten. Das sind sogar gleich mehrere. Drei Stück? Ah. Zurück. Einen haben sie bereits gestohlen. Ein? Drei.
Der Computer hier kann leider nicht so wahnsinnig gut mitzählen. Natürlich schade. Also die Seite scheint gut dicht zu sein. Hier vorne wird es ein bisschen eng. Jetzt mit dem Temporal, den ich da oben gebaut habe, könnte das kein Problem mehr sein. Dadurch habe ich jetzt gut was behoben. Aber ich habe hier auch keine Meteorkanone, ne? Setzen wir da noch mal einfach hin. Da sind wir da gut geschützt. Hier hinten gleich noch ein Geschütz drauf. Nee, mach's hier vorne. An die Stelle vielleicht. Weil da sind die doch ziemlich fies mit ihren Rumblern. Sind die immer unterwegs und versuchen sich die Kerne zu schnappen. Ja, da ist er schon wieder ziemlich weit durchgekommen. Reicht aber nicht, um es erfolgreich auch abzuliefern. So, den Inferno upgraden wir nochmal. So, sehr gut. Sind wir jetzt schon bei Welle 12? Mal zusehen, dass ich hier noch ein bisschen meine Türme, die ich bereits gebaut habe, irgendwie update. Welchen nehme ich denn noch? Den hier. Sind die da schon alle unterwegs? Das ist natürlich nicht so schön. Einfach mal irgendwelche auswählen, schnell, wo noch kein Gegner dran ist. Es kommen sehr viele Flugaliens. Aber ich glaube, wir sind mittlerweile so gut aufgestellt, dass es kein Problem mehr ist. Jetzt ist die Folge doch sehr viel länger geworden als gedacht. Ich kann nicht glauben, dass es so einfach ist. Ist es auch nicht. Weil es kommen immer mehr, wie ihr seht. Hier hinten. Was brauche ich denn da noch hin? Eine Kanone? Ja, ich glaube eine Kanone. Und hier vorne brauche ich mal einen Laser hin. Und upgrade jetzt so nach und nach wieder meine Türme. Ah ja, da oben schießt er auch. Wenn ich den abgegradet habe, dann hat er auf jeden Fall eine größere Reichweite und kann auch da oben besser schießen. Hier hinten bauen wir vielleicht noch irgendwie... Was bauen wir noch? Ein Meteor vielleicht noch hin? Ja, warum nicht? Wenn ich die Kohle schon habe. Und ein Meteor auf Stufe 1 ist auf jeden Fall besser als keinen Turm zu setzen. Versuchen jetzt hier alle schon irgendwie reinzukommen. Geht aber noch ganz gut. Den Laser upgraden wir nochmal, dass er da besser schießen kann. So, der ist jetzt hier ziemlich flott unterwegs. Oh, das könnte was werden. Wenn der den jetzt holt. Der da unten wird gegrillt. Nee, den erreicht er nicht mehr. Das ist gut. Hier vorne, die kommen auch nicht durch. Alles kein Problem. Wir haben schon wieder 2000. Können wir hier noch schnell irgendwie... Bauen wir eine Kanone. Kanone bauen wir da. Dich machen wir zu einem großen, starken Geschütz. Hier hinten bauen wir vielleicht einfach noch ein paar Geschütze. Den. Und den mache ich zu so einem Superlaser. Den upgraden wir auch. Schauen wir mal, was draus wird. Läuft noch ganz gut. Auf der linken Seite hier kommen sie gut durch. Oh, rechts jetzt auch. Aber der Rückweg wird nicht so leicht. So, da kommen sie jetzt langsam durch. Sehr gut, kein Problem. Upgraden wir mal die dicken Kanonen hier oben. Ich habe das Gefühl, gleich kommen noch ein paar Lufteinheiten. Die ganze Packung. Irgendwie letzte Welle. Es ist noch nicht ganz vorbei. Kein Problem, ich habe noch genug Geld. Da kann ich noch ein bisschen was machen. So, jetzt kommen ganz viele Tanks. Die halten natürlich dementsprechend mehr aus. Mal schauen, dass ich das irgendwie jetzt hinbekomme. Oh, Tanks und langsame kleine Viecher. Die sind, das ist natürlich jetzt richtig fies hier auf der Seite. Wie ihr seht, da kommen sie gut durch. Mal gucken, dass ich in der Zeit den hier upgrade. Der Kollege macht hier auch gleich Stress. Machen wir den nochmal im Upgrade und den. Weil hier hinten habe ich nicht so wahnsinnig viel zur Verteidigung. Den kann ich gerade nicht upgraden. Aber hier hinten geht es ganz gut. Also auf der linken Seite sind sie durch. Und hier auch. Na komm schon. Oh, da kommen noch mehr. Ich hätte gedacht, ich bin durch.
den hier nochmal upgraden und den verpasse ich auch noch schnell ein Upgrade. Vielleicht ein bisschen mehr hier vorne auch noch, weil da müssen sie jetzt ja gleich wieder dran vorbei. Ah, hier hinten passiert aber nichts mehr. Und der hier oben ist auch platt. Kanonenpower. Verzeihung, Kanonen sind meine Leidenschaft. Ja, ja, meine Leidenschaft auch. Äußerst gut gemacht. Und damit sind wir durch. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Spiel.